Hey ihr Lieben, ich nutze mal kurz die Gelegenheit, herzlich willkommen bei Bauchi auf Sendung. Alles wie gehabt, bin nur heute mal draußen. Ich habe eine Frage, die mich eigentlich schon sehr, sehr lange beschäftigt, die ich aber heute an dieser Stelle einfach mal so ein bisschen in den Raum stellen möchte. Weil genau diese Frage es war, die mich vor knapp 17 Jahren auf einen völlig anderen Weg gebracht hat. Die mir sehr geholfen hat, mein Leben auf eine völlig andere Art und Weise leben zu können, als was man mich gelehrt hat innerhalb dieses Systems. Und das ist die Frage, wie geht es dir eigentlich damit, zu wissen im tiefsten Innern, dass du permanent beschissen wirst? Wann immer du irgendetwas mal ungerecht findest, bist du genau an den Punkten, wo das geschieht. Wie geht es dir damit, jeden Tag immer wieder belogen zu werden? Und ich sage jetzt überhaupt nicht von wo. Weil es nichts mit dem Umfeld zu tun hat, sondern tatsächlich mit unserer ureigensten Wahrnehmung dessen, was uns umgibt. Wie geht es dir damit, dass du dir jeden Tag Bären aufbinden lässt, Dinge tust, weil sie vorgegeben sind, die jedweder Logik entbehren, auch wenn man die Dinge scheinbar als logisch verkauft, aber wenn man tatsächlich mal nach Logik, wenn man wirklich mal genauer hinguckt und nach Logik sucht, erstmal spätestens seit 2 Jahren bewegt man sich da in einer Wüste, wo von Logik nichts zu finden ist. Jeder weiß das im tiefsten Innersten. Jeder weiß im tiefsten Innern, dass man nicht alles einfach glauben darf, was man im Fernsehen sieht oder in den Zeitungen liest oder im Radio hört oder von irgendwelchen Lehrern oder Nachbarn oder jeder weiß eigentlich, dass jede Information, die man bekommt, man erstmal überprüfen sollte, ob die überhaupt stimmt. So, und das ist nun einfach was in diesem Land niemand tut. Also, ne, es tun immer mehr. Und auch, sagen wir mal, nee, nicht in diesem Land, weil in diesem Land gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die das tun. Aber innerhalb dieser Gesellschaft, die sich für so wahnsinnig hochkultiviert hält, während sie die einzige Spezies auf diesem Planeten ist, die den ganzen Planeten kaputt macht, für alle. Und daran kann man das schon sehen. Wenn man sich allein das mal anguckt, wie sehr unsere Lebensweise alle auf diesem Planeten ihre Existenzgrundlage kostet, nämlich den Planeten, dann muss man sehen, dass was schief läuft. Da kann man nicht sagen, ja, nee, ist okay, so ist auch völlig normal. Ne? Fressen ja alles ab und dann gehen wir selber drauf. Normal so. Wo ist denn da, das entbehrt jedem Selbsterhaltungstrieb, der jedem Lebewesen völlig natürlich eigen ist. Wie fühlst du dich damit? Wie fühlst du dich damit? Mehr will ich überhaupt nicht wissen. Also es ist nicht für mich wichtig. Stell dir diese Frage. Geh tief in dich rein. Setz dich hin.
Geh ganz tief in dich rein. Irgendwo da unten liegt nämlich die Antwort darauf. Und ich wette, es wird keine 5 Minuten kosten, dauern, bis du diese Antwort findest, wenn du dich wirklich dafür interessierst und dir die Frage stellst, wie fühle ich mich eigentlich damit, jeden Tag beschissen zu werden? Mich bescheißen zu lassen ist viel wesentlicher. Ich münze die Frage um. Wie fühle ich mich damit, mich jeden Tag bescheißen zu lassen? Mir hat das sehr geholfen, meinen gesunden Stolz wiederzufinden und anzufangen, anderes zu tun, als das von mir verlangt ist. Nämlich das, was ich selber für richtig empfinde. Und zwar möglichst unbeirrt und trotzdem überall mit offenem Auge und Ohr, um Alarmsignale zu erkennen, wann das, was ich gerade machen möchte, eventuell für Schaden sorgt. Und ich rede von Schaden. Ich rede nicht davon, dass irgendjemand doof findet, was ich mache. Das ist völlig normal. Ich rede von Schaden. Von wirklichem Schaden. Nicht von angedachtem und prophezeitem und was weiß ich was. Wie fühle ich mich damit? Wie fühle ich mich damit, benutzt zu werden wie Nutzvieh? Ihr könnt gerne, weil ich möchte gerne, mich interessieren schon auch eure Antworten darauf. Das interessiert mich sehr, was ihr findet in euch, wenn ihr in euch geht und diese Frage stellt. Und schreibt es gerne in die Kommentare. Viel wichtiger ist für euch allerdings, dass ihr eure Antwort findet. Sie unter die Kommentare zu setzen, mag anderen helfen, ihre zu finden. Weil wenn die sehen, dass man tatsächlich Antworten finden kann, glauben die vielleicht auch eher dran und dann wird das leichter für die. Ansonsten einfach, ihr wisst was, liken, teilen, bla bla bla, der ganze Bullshit, den man immer sagen muss. Eigentlich nervt es schon, was fast aufdringlich ist, aber man macht es halt. Hier, ne? Tschüss mit F, lasst es euch gut gehen und lasst euch nicht verarschen. Ihr könnt da jeden Tag mit aufhören. Es wird der Tag kommen, da hört ihr sowieso damit auf. Wann, entscheidet vollständig ihr. Ich wollte es nur mal anregen.